Willkommen zurück zu Katana Zero. Wow, ich merke schon, dass ich meine Stimme. Okay, also beim letzten Mal haben wir ja herausgefunden, dass unsere Auftraggeber wohl nicht ganz so toll sind und wir jetzt herausfinden müssen, dass wir beziehungsweise unsere nächste Zielperson dran kriegen müssen. Und die Leute, für die wir arbeiten, sind nicht ganz so begeistert darüber, wie wir vorgegangen sind in der letzten Mission. Tja. Okay, das ist düster. Das ist bitter. Langsam kriegen wir wahrscheinlich ein paar Probleme, wenn das so weitergeht hier. Da war wohl schon vor uns einer da. Unsere Zielperson. Das ist Fan Yun. Sein Leichnam ist noch warm. Drache, Sie sind umstellt! Geben Sie auf oder wir reagieren mit höchster Gewalt! Ich möchte eigentlich ungern jemanden hier umnieten. Es ist halt nach wie vor die Polizei. Ich meine, ich sehe mich nicht als böse in diesem Ganzen. Wir haben ja eigentlich nur unseren Job gemacht und tut mir leid. Opfer müssen gebracht werden. Hauptsache, ich kann mich da drin sogar bewegen. Muss ich echt? Na gut. Guten Tag. Na cool. Verbindung unterbrochen. Zwar schade, dass wir es nicht sehen. Hallo. Was für Rüstung habt ihr an Herrschaften? Das hier von der Flasche. Ich breche in ein Gefängnis ein und killen hoffen wir ja schon. Ich fühle mich gerade schmutzig. Vor allem, ich bin ja auch nicht... Jetzt bin ich der Böse. Das ist so... Es ist halt wirklich so diese Klischee-Movies irgendwie so, wo man die ganze Zeit nicht der Böse ist und dann passiert auf einmal was und man wird hinters Licht geführt und dann ist man der Böse und zack. Tut mir leid und tschüss.
Golden bricht der Tag herein und begrüßt New Mekka, doch feindliche Herzen schlagen noch. Eure Aufgabe ist noch nicht getan, o fehlgeleitetes Herz, bis wir uns widersprechen. Hi, Papa braucht seine Medizin. Hilf einem alten Veteran. Ich habe Hicks im Krieg 6 Affenbastarde umgelegt. Ich habe im Krieg mein verdammtes Bein gegeben und du läufst einfach weiter. Du schuldest mir was, Mann. Ich schulde ihn nichts. Du billiger Affenarsch. Ja. Seid doch alle gleich verflucht. Ich wette, wenn ich ein Affe wäre, hättest du Geld für mich. Verfluchte Affen, ihr sollt alle verflucht sein. Verschert euch. Weg aus New Mekka verflucht. Hätten wir euch bloß alle abgemurkst. Ich habe einen Orden bekommen. Zeig mal her. Hey, der gehört mir. Den hast du mir geklaut, du Affenarsch. Hilfe, Hilfe, sein Affenarsch versucht, meinen Orden zu klauen. So hilf mir doch jemand. Was zur Hölle wird denn das? Hilf mir doch jemand. Überfall. Dieser Mann überfällt einen Veteran. Helft mir. Hilfe, so hilf mir doch jemand. Interessant. Und da ist die Kleine wieder. Da bist du ja. So ein Typ hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Sieht aus wie ein Film. Wer hat dir das gegeben? Keine Ahnung. So ein Typ mit einer doofen Frisur hat bloß gesagt, ich sollte dir das Ding unbedingt geben. Also, darf ich mitgucken? Heute nicht. Ach, komm schon, ich habe den ganzen Tag hier draußen auf dich gewartet. Im Moment nicht, okay? Ach, na gut, tja, dann bis später. Lieber nicht, ey. Wovon redest du? Die sind zu groß. Wo sollten wir sie denn hin tun? Nö, ich rede von Modelleisenbahnen, Alter. Denk doch nur, welche Bereicherung für das Apartment. Wie wär's mit Modelldinosauriern? Denk doch mal nach, Alter. Tackert vor sich hin, sammelt Passagiere ein. Wie weißt du, was ich mein? Ich brauch noch einen Zug. Hey, nicht den ganzen Bon, Bro. Scheiße, wenn das die Bullen sind. Und wenn das der Pizzamensch ist. Oh. Lass mich erst einen Zug nehmen. Hammer. Ich weiß aber nicht mehr, wie synchronisiere. Ich komme gerade gar nicht mehr. Ach nee. Vor der Flucht nochmal, Mann. Ich höre erst eine Party am Laufen. Wer will Party machen, verflucht nochmal. Für den mache ich wohl ein bisschen zu heftig Party, was? Was ist mit dir, hm? Hast du Bock auf Party? Was soll die Scheißmusik? Hab ich schon von meiner verfluchten Limo ausgehört? Hab die Typen keinen Hardbass? Oh nein, dein Freund hat aber früh aufgegeben. Du und ich, wir fangen gerade erst an. Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist noch nicht fertig. Ich werde dich ja bitten, mir zu sagen, was du davon hältst. Aber die letzten Typen haben hinterher keinen Mucks mehr gesagt. Die Zeit fing aber tatsächlich an zu kriechen. Für sie... Spürst du's? Halt still.
Hör auf zu heulen. Ich habe nicht mal bis auf den Knochen geschnitten. Wo bleibt denn dein Enthusiasmus? Vielleicht bist du noch nicht so ein Partylöwe. Dann solltest du vielleicht die Musik nicht dauernd so verflucht laut drehen. Hey, ich bin's nicht, bei denen du dich entschuldigen musst. Es ist dein Nachbar. Wusstest du das? Der Typ ist ein Serienmörder, einer der größten, eine verfluchte lebende Legende, Mann. Er kriegt kein Auge zu, bloß wegen euch Deppen. Und deswegen bin ich hier, in Sachen Müllbeseitigung. Deswegen habe ich das kleine Mädchen nicht mitgucken lassen, das war doch so klar. Noch 6 Tage. Praxis geschlossen, alle Termine auf morgen verlegt. Ach nee. Es ist bitter. So bitte, dass unser Freund ist. Freund, sag ich, unser. Deine Anwesenheit wird gewünscht. Ha, ich hab dich durch den Regen laufen sehen und dachte, ich könnte dich doch mitnehmen. Muss schon sagen, ich bin ein Fan von dir, Mann. Ein riesiger Fan. Neulich abends in der Fabrik. Das waren meine Leute, die du getötet hast. Was wollen sie? Mir ist, als spreche ich hier mit einem Filmautor. Haha, du bist ja verfluchte Drache. Also, wie hat dir mein Geschenk gefallen? Das Video. Warum haben sie meinen Nachbarn getötet? Laute Nachbarn, ja? Haha, hey. Fandest du die Sache mit dem Seitenschneider genial, stimmt? Ich wünschte, sie hätte mir das Video nicht geschickt. Ich bin so ein Amateur, verdammt, Mann. Scheiße, ich habe nicht mal gefragt, ob du was haben willst. Machst du Party? Nein. Sei doch nicht so zickig, Mann. Ich habe hier erstklassiges, ungeschnittenes Zeug. Die Jungs und ich arbeiten daran, diese Kampftruppe aus dem Krieg wieder aufzulegen. Du musst es mal probieren. Das ist verrücktes Zeug. Hey, ich habe kein Messer. Reicht mal zum Schneiden dein Schwert rüber. Sie fassen mein Schwert nicht an. Sei nicht so waschlappig, Mann. Hey, gib mir ein Messer. Gib mir ein verfluchtes Messer. Ja, verflucht, ja, verflucht, ja, verflucht. Jetzt du. Nein. Heute nicht. Oh Himmel, das knallt immer noch, verflucht. Hör mal, Mann. Ich habe ein paar abgefahrene Kameras im Studio 51. Bringen wir diese blöden Tussen hin und schlagen wir ihnen die Schädel ein. Du und ich, Mann, wir lassen diese ollen Live-Leak-Videos aussehen wie Kinderkacke. Ich mach keine Snuff-Filme. Komm schon, Mann. Ich hab dir doch mit deinem Leuten Nachbarn geholfen. Ich sag nicht mal was, dass du meine Jungs umgebracht hast. Alles gut. Ich wollte ihn eigentlich nicht beleidigen, aber okay. Du glaubst, du bist besser als ich. Du tötest es in der Nacht mehr Leute als ich in meinem ganzen Leben. Wir sind aus demselben Holz geschnitten. Etwas leiser.
Kennst du überhaupt die Bedeutung von Respekt? Verstehst du, was ich dir anbiete? Wie kannst du... Das war's dann.